Was geht ab, Leute? Willkommen zu der lang ersehnten Roomtour von unserer neuen YouTuber-WG, auch bekannt als Das Haus. Und wir befinden uns gerade im Herzstück dieses Hauses, das Wohnzimmer slash Creative Space, wo wir zum Beispiel unsere Videos drehen mit diesem Background. Es war voll der Film, das anzubringen. Natürlich das Logo hier extra anfertigen lassen. Irgendwo aus Asien haben sie uns zugeschickt. Diese Streifen, das war übelst der Film, das anzubringen. Natürlich wir, die Hausmeister, haben das ganz easy gemeistert. Diese Kommode haben wir von Dominik, den Rätsmann. Hier gibt es zum Beispiel Snackschubladen und Gesellschaftsspiele. Dixit haben wir die letzten Tage ein bisschen zu sehr durchgespielt. Noch mehr Süßigkeiten für Gäste, Messer. Dies, das, damit sich alle wohlfühlen. Ich schwöre, eine echte Pflanze. Hört ihr das Rascheln? Klingt nach echt, oder? Ein anderer kleiner Flex, Starlink, was schlechter funktioniert als ganz normales DSL. Danke, Elon Musk, Grüße gehen raus. Hier auf der anderen Seite haben wir einen großen Tisch, wo man zu sechs sitzen kann und verschiedene Spiele spielen kann, Spaß haben, lachen. Hier haben wir unseren Flex, die Awards-Wand. 100.000 Abonnenten-Award von Insekthaus Adi, von Dima, Dimitri Kozlowski, keine Ahnung, was das für ein Typ ist, von Rob Crispy Rob, die 1 Million, Falco 100.000 und die Außenseiter, sehr schön, mit echtem Gold diese, sagt man zumindest. Wer kaufen will, melde sich bei mir in DMs. Ist auch ein sehr großer Raum. Wenn man hier weiterläuft, hat man so eine Art Mini-Wohnzimmer-Chill-Bereich, wo wir manchmal auch Shisha-Abende machen auf diesem Tisch. Hier chillen ganz viele Leute auf dem Sofa. Man guckt sich Filme an, man hört Musik, wie letztes Mal, als Reese hier gegrillt hat. Dann haben wir hier ein Regal mit ganz vielen Büchern, damit die Leute denken, dass wir super intelligent sind. Aber eigentlich sind die Bücher von Kleinanzeigen. Gab es zu verschenken. Zumindest die meisten. Ein paar sind aber auch von mir. Diese Enzyklopädie zum Beispiel, die Collection, ist von mir. Habe ich damals fast 1000 Euro gezahlt. Flex. Plus, wir haben hier noch so Gimmicks von verschiedenen YouTubern, Produkte von YouTubern, Bücher von YouTubern, damit man auch so ein bisschen den YouTube-Social-Media-Bezug hat, wie zum Beispiel das Kochbuch von Emra, hey Kaugummi-Aufsteller, hier kann man so drehen. Ah, stark, kam ein Kaugummi raus. Ich glaube, der ist schon ein bisschen nicht mehr so rot, wie er sein sollte. Eigentlich war er aber rot. Die Gönnergies haben mich hier, die Spaces von Crow, auch wenn er nicht wirklich YouTuber ist, aber trotzdem ein sehr cooles Produkt. Natürlich die ganzen Robs Chips, dann haben wir hier noch von Knossi, dieses Alga-Special-Paket und noch mehr Primes und natürlich ganz, ganz viele Bücher und den Imposter. Wer ist eigentlich der Imposter hier im Haus? Was denkt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Also ich frage, wo wir das coole Bild hierher haben. Das haben wir nicht selbst gekauft, sondern von Selina geklaut. Korrekt von dir, Selina, dass du das nicht wieder haben willst. Sehr nett. Ich glaube, das bleibt ja jetzt für immer hier. Diesen Sessel haben wir auch von irgendwo. Allgemein waren wir hier sehr sparsam mit der Einrichtung. Danke an alle, die hier mitgewirkt haben. Diesen Tisch hier haben wir auch von Dominik Rätsmann. Danke nochmal dafür. Unter dem Tisch oder im Tisch drinnen haben wir ganz viele Comics. Marvel und DC und so ein Kram habe ich auf seiner Marvel Comics Mystery Box. Beziehungsweise ich dachte, in dieser Mystery Box werden auch andere coole Sachen drin sein. Ja, es waren leider nur Comics drin. Am besten investierten 500 Euro. Ich bin reich! Und natürlich haben wir hier Zeitschriften, um uns zu bilden, wie zum Beispiel Geo. Wir sind gebildete Jungs am Start. Dann haben wir hier unsere DVD-Sachen, aber nicht mal einen DVD-Player oder eine Playstation mit DVD-Laufwerk, um sie abzuspielen. Also ist es einfach nur Deko hier. Der Fernseher hier ist eigentlich von mir. Wir haben einen kleinen Tausch gemacht, weil der Fernseher, der davor hier stand, war viel kleiner und hässlicher. Und jetzt habe ich den in meinem Zimmer, wird man später nochmal sehen. Meinen habe ich hier fürs Wohnzimmer gegönnt. Die Entscheidung habe ich vielleicht auch schon bereut. Oh, ihr seid ja immer noch hier. Tja, wie ihr seht, haben wir sogar einen eigenen Billardtisch von eBay Kleinanzeigen. Insgesamt 200 Euro mit Abholkosten, mit allem drum und dran. Man muss auch ein bisschen sparsam sein. Das Bild haben wir auch zugeschickt bekommen. Dankeschön an dieser Stelle dafür. Das ist so groß wie ich. An dieser Wand haben wir was Witziges versucht, und zwar in Filmposter unsere Gesichter rein zu photoshoppen. Zum Beispiel ist Nico hier im Motiv von Narcos drin. Philippe ist Transporter 69, reden wir nicht drüber. Smiley ist Harry Potter. Miguel, der ist Wikinger. Dann gibt es noch Interstellar mit Insekten aus Adi und ich bin der von The Last of Us oder The Old of Us, weil ich hier der Älteste bin und der Erfahrenste und natürlich auch der Gutaussehendste. Lüge. Rob wollte ich zwar nicht mehr, aber er weilt trotzdem noch unter uns durch dieses Bild. Das ist eigentlich schon alt, das ist ein Klassiker. Er beschwert sich immer, dass er einen anderen Rahmen hat als wir, aber ich finde, dieser goldene Rahmen ist eigentlich sowas Besonderes. Die Energie ist immer noch da. Früher hat hier Rob Crispy Rob mit seiner Frau gewohnt und seine Küche haben wir einfach übernommen, weil sie voll groß ist und voll praktisch für Videodrehs und auch zum Kochen mit Gasherd und so. Guck mal hier. Dieser Wasserhahn hier ist lebensgefährlich, Freunde, aus zwei Gründen. Erstens, wenn es ganz unten ist und du es aufmachst, es ist kochend heiß, man darf seine Hand nicht drunter halten. Aber noch gefährlicher ist, wenn diese andere Einstellung hier an ist. Das macht so ein Spritzding dann. Wenn du nicht dran denkst, dass das vielleicht gerade aktiviert ist und du stehst so davor, machst es an.
Alles vollgespritzt. Gut eingebaut. Die Küche ist sehr geräumig, hat 1000 verschiedene Schubladen. Schau mal, was wir hier alles haben. Hier mit Besteck, mit Teller. Und hier geht es noch weiter mit weiteren 1000 Schubladen. Babams, Babams, Gewürz, Mewürz, alles da. Also wirklich, die Küche ist mega cool. Ich glaube sogar, dass wir Rob immer noch Geld dafür schulden, oder? Gehen wir weiter, ich zeige euch jetzt lieber mein Zimmer. Und das hier ist mein Bereich mit einem Mini-Büro, um produktiv zu sein. Und dieser wunderschöne Tisch hilft mir dabei, noch produktiver zu sein, denn das ist der neue A7 Pro von FlexiSpot mit verstellbaren Höhen. Das heißt, ich kann nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen arbeiten, was viel gesünder sein soll. Ich habe schon ein bisschen Rückenprobleme mittlerweile, man wird ja nicht jünger, Leute. Und hier kann man einfach verschiedene Einstellungen speichern. Zum Beispiel habe ich schon eingestellt, hier Babams. Ich muss gar nichts drücken, Leute. Ich stehe einfach und warte, bis es eingestellt ist, so wie es für mich perfekt ist. Guck mal, Babams. Let's go. Und wenn ich keinen Bock mehr habe zu stehen, drücke ich auf diese Sitzoption und muss wieder nichts machen. Einfach nur kurz entspannen, über das Leben nachdenken. Oh, jetzt kann ich mal wieder setzen. Ja, mein Bürostuhl ist leider noch nicht angekommen, denn ich kriege noch den BS12 Pro von FlexiSpot. Ein Bürostuhl, der 130 Kilo aushält. Zweimal mich quasi oder mehr als zweimal. Der Tisch selber hält ganze 160 Kilo. Das heißt, ich könnte dreimal hier drauf chillen. Es fühlt sich irgendwie surreal an. Und Freunde, endlich habe ich durch diesen Tisch perfektes Kabelmanagement. Und ich kann hier alle Steckdosen, die ganzen Stecker und alles, was stört, unter den Füßen hier verstecken und alles weg. Das Zusammenbauen und die Installationen sind auch super einfach. Ich habe das komplett selbst geschafft, zusammenzubauen. Okay, einmal hat Philippe geholfen, aber wirklich nur einmal. Das hat vielleicht 15 Minuten gedauert. Und man kann sogar USB-Kabel anschließen, um seine Sachen zu laden. Wie weit ist eigentlich die Technik entwickelt mittlerweile? Der Tisch ist schlauer als ich. Kann es sein, dass du dumm bist? Und wisst ihr, was noch cool ist, Freunde? Bis zum 17. Mai läuft der FlexiSpot Brand Day. Das heißt, es gibt richtig fette Rabatte abzustauben, bis zu 50%. Alle Links zu den Produkten und zu dem FlexiSpot Brand Day gibt es in der Beschreibung. Seid schnell, schaut vorbei, denn diese Angebote, die sind nicht von dieser Welt, Freunde. Wir gehen weiter. Und das hier ist mein Schlafzimmer. Ich lebe hier relativ minimalistisch. Wie man sehen kann, habe ich einfach ein Bett, ein Fernseher, so eine Kommode, die auch eigentlich von Dominik Reese ist. Rätsmann, Grüße gehen raus. So viele Sachen von dir hier. Hier habe ich sogar den Messi-Schuh-Junge am Start. Krass, oder? Dieses Ding habe ich seit Jahren schon. Seit Düsseldorf schleppe ich das mit. Hier habe ich die PlayStation 5, die ich sehr gerne spiele, wenn es geile Spiele gibt, zum Beispiel The Last of Us, eins meiner Lieblingsspiele. Der Fernseher aus dem Wohnzimmer, wie schon angesprochen, der ist halt ein bisschen kleiner und hat nicht so ein schönes Bild. Hier habe ich noch so eine Klangschale und so. Klingt gleich, komischerweise. Hier ist mein Bett, ganz normales Standard-IKEA-Bett. Dahinter an der Wand habe ich einfach so ein Kabel raushängen. Ich weiß nicht warum, aber ich darf nichts damit machen. Draußen eine wunderschöne Aussicht auf eine Hecke. Warum auch immer, ich hätte mir eine bessere Aussicht gewünscht. Und hier habe ich drei Bilder an die Wand gehangen, damit es nicht so leer aussieht. Und zwar mein Lieblingsspiel, The Last of Us, vor allem der zweite Teil. Den liebe ich über alles. Storytelling vom Feinsten. Dann habe ich da Kyoto, obwohl ich noch nie in Tokio, in Kyoto war. Also allgemein in Japan noch nie gewesen bin. Und ein Bild von Ramen. Ramen sind gleich. Hier habe ich noch eine echte Pflanze. Welche das? Eine echte Gummipflanze, die sehr pflegeleicht ist. Deswegen hat sie auch seit 3 Jahren überlebt. Ansonsten ist hier mein Mini-Fitnessraum. Markus Rühl, Konkurrenz ist im Aufbau gerade. Hä? Aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Im Vergleich zu den anderen Jungs habe ich das Glück und den Vorteil, ein eigenes Badezimmer zu haben. Mit einem Bad, sogar mit Regendusche. Es regnet hier, die ich aber kaum benutze. Ich mag es zu baden. Hier habe ich meine Duftkerzen, 2 Waschbecken, 2 Spiegel. Also eigentlich ist es so für Pärchen gedacht, aber ich gönn mir alleine. Ist wirklich nice, dieses Badezimmer zu haben. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Gründe, warum ich dieses Zimmer haben wollte. Meine Special-Fähigkeit habe ich gar nicht erwähnt. Meine Special-Fähigkeit ist hier für Ordnung zu sorgen. So ein chaotischer Haufen an Menschen, so viele Jungs, alle verteilen ihren Müll und so. Ich bin derjenige, der Ansagen macht, hier muss aufgeräumt werden, das muss gemacht werden. Ist nicht immer geil, aber muss auch mal gemacht werden. Warum mache ich die ganze das? Ist heiß hier. Nico auch. Warte mal kurz. Ich kann nicht mehr. So, ich sag mal an deine Stirn. Oh mein Gott. Es ist warm. Scheiße, der Arme. Du machst ganze Zeit so, Bruder, so. Tut mir leid. Entschuldigung, ich wollte es nicht. Bruder. Ja, Smiley, du wohnst hier eigentlich nicht, hast kein eigenes Zimmer, aber du bist öfter hier und du bist ja eigentlich Teil der WG sozusagen. Sozusagen. Was ist meine Special-Fähigkeit? Ich würde sagen, ich sorge immer für gute Laune, sorge ab und zu mal dafür, dass es leckeres Essen gibt. Ich grill gerne, ich hole Leute hier hin, sorge für Spaß. Das ist meine Aufgabe und ab und zu drehe ich auch mal ein Video hier. Ab und zu bist du einfach mein Sessel. Ja, vielleicht auch das. Oh, dann geht's zu weit. Warte mal. Befreiung. Was sind deine Special-Fähigkeiten? Ich würde sagen, meine Special-Fähigkeiten sind gut mit Kameras umgehen, ne? Da bin ich gut, da bin ich fein.
Man sieht da auch ein bisschen im Regal, oder? Man sieht da, ich habe da was mit zu tun. Ich könnte irgendwie anecken. Verkaufst du auch Monitore eventuell? Ich verkaufe Monitore tatsächlich, ja. Ansonsten, ja, ich mache Comedy, ne? Kennt ihr alle? Weiß ich nicht. Muss das? Ja, ich bin gerade im dritten Semester, weil ich versuche hier das McDonalds-Gas zu studieren. Glau in the dark, Digga. Glau nichts hier. Falls ihr ein leuchtendes Gas habt, schreibt es in die Kommentare. Und was kannst du so? Ja, und ansonsten, ey, ich bin hier manchmal am Screen, dann setze ich hier so. Oha, was er alles hat. Er hat sogar hier Knöpfe und so ein Kram. Boom, Leute, was geht ab heute? Neuer Livestream von mir. Okay, jemand hat gerade sein Gehör verloren. Und ich meine Stimme. Ja, das sind so meine Fähigkeiten. Ich streame, ich mach Comedy, ich mach Kamera, ich mach so irgendwie alles, ne? Aber nichts gut. Leute, checkt ihn aus. Sehr gut, der Junge. Ey, warte mal, ist das nicht auch ein Flexi-Spot? Natürlich, Junge. Guck dir das mal an. Flex. So Leute, das ist mein zweites Zimmer, das ist mein Schlafzimmer und hier ist auch direkt Dima. Also Dima hört mich, wenn ich immer laut Musik höre oder so. Ja, oder bei deinen Netflix- und Chillabenden höre ich auch eventuell. Das ist mein Kleiderschrank. Ich dachte mir so, ne, so ein offener Kleiderschrank. Das ist der Vibe. Staubt da zwar sehr, aber ey, hier ist meine Jacke, worüber sich jeder lustig macht. Das ist eine Yeezy-Jacke. Fresh, Mesh, wow, heftig, Jung, Drip, Drip, Mip. Das ist mein Schlafzimmer, dieser Hotel-Vibe. Ich find's gemütlich, schön. Oder? Guck mal hier mit diesen Hotellichtern. Wäsche grau, schlicht, Baba. Alexa, Licht auf rot. Okay, da muss ich aber schnell raus. Tschüss. Ja, komm her. Nein. Was ist deine Special-Fähigkeit? Abgesehen davon, dass ich der Hübscheste hier im Haus bin, kann ich auch ganz gut bauen. Und er hat ein Glas-Mauspad für 190 Euro. Auch so einen professionellen, was auch immer das für ein Handschuh ist. Und er hier hat mal gesagt, Jungs, wisst ihr, wie krass das ist? Glas ist unzerstörbar. Gute Investition. Ey, so krass, dass er sogar zwei Monitore für Fortnite hat. Aber jetzt for real, der ist auch ein heftiger Handwerker, der kann alles. Kann bauen in Fortnite und in Real Life. Ja, Leute, und das hören wir den ganzen Tag. Ist beruhigend, oder nicht? Genau. Daumen hoch auf das Video, wenn die mal auch Fortnite spielen soll. Tschüss. Bitte, nein. So, Leute, das ist das kleine Badezimmer von mir und Felipe. Hier sind wir manchmal. Und ihr chillt immer zusammen im Bad, oder? Ja, klar. Hier machen wir mal den hier. Weißt du, dann bin ich hier auf Zähne putzen. Zack, zack, zack. Wollen wir mal erwähnen, dass das alles hier Nico gehört? Das ist meins. Alles andere gehört Nico. Echt jetzt? Ja. Er beschwert sich immer, dass alles nur von mir ist, aber... Bruder, ich... Das ist auch von Nico. Das ist für uns. Ich hab's noch nicht benutzt. Ich bin immer verbunden damit. Das ist mein Handtuch. Ja. Warte. Das sind Nikos Handtücher. Warte. Aber ganz kurz eine andere Frage. Warum sieht Falco aus wie ein Stalker da draußen? Das hier ist unser Eingangsbereich mit einer super hässlichen Metalltür, weswegen es auch unnormal kalt ist im Winter. Aber das wird ausgeglichen durch den Jahresvorrat an Rob's Chips, danke dafür. Und diesen riesigen Spiegel, wo man sich begutachten kann, wo man Selfies machen kann. Sehr nice, gehen wir weiter. Und hier sind wir im unteren Bereich, hier rechts geht es zu Falco. Und links hinter mir oder neben mir gibt es so eine Art Mini-Fitnessstudio, weil wir alle am Pumpen sind. Puh, Junge ist stark. Hä? Ich spüre gar nichts. Keine Müdigkeit. Keine Schwäche zeigen. Ja, man kann sich halt Sachen machen, ein bisschen nebenbei trainieren, auf seine Gesundheit achten, fit bleiben. Falco, was sind deine Special-Fähigkeiten? Ich glaube, das sind... ich kann Schach spielen, wie man sieht, ist immer hier bereit. Ich kann minimalistisch leben, wie man sehen kann. Hast du bei mir abgeschaut? Ja, du hast mich auch inspiriert. Ich zeichne, scribble mal gerne. Mache ich auch oft so für mein Content für Videos. Und wie ich sehe, bist du großer Dima-Content-Fan. Si, si. Ich verpasse nie kein einziges Video. Leute, Daumen hoch dafür, oder? Du bist ja auch großer Insekten-Fan, wie man sieht. Ja, das sind die Insekten, die aus Adis Zucht kommen. Die sind dann irgendwann gestorben, weil sie zu alt waren und ich habe sie dann präpariert, er hat sie mir geschenkt und ich habe dann diese Komposition dann gemacht. Ich habe so Kunst daraus gemacht, weil ich finde sie richtig so schön zu beobachten. Er trinkt sogar Insekthaus Adi Merch gerade. Ja. Richtig der Fanboy. Hier ist unsere Krimskrams-Ecke für Produktionssachen, zum Beispiel hier für Produktfotos haben wir hier so eine Mini-Hohlkehle aufgebaut, die noch nicht benutzt wurde. Ein selbstgebasteltes Alien, was Adi aus Klopapier zusammengebastelt hat. Weiß nicht, was in seinem Kopf abgeht, aber sieht cool aus auf jeden Fall. So sehe ich aus in 3 Wochen. Hier gibt es noch einen geheimen Raum, den wir euch aber noch nicht zeigen werden, denn er ist gerade noch im Aufbauprozess. Da wird was Cooles draußen stehen, also müsst ihr dranbleiben. Natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen und bei Nico vorbeischauen, egal hinter der Kamera ist, denn das wird irgendwas mit
mit ihm zu tun haben. Wird geil. Und wir haben sogar einen kleinen Außenbereich, einen kleinen Garten, wo man chillen kann oder Gänseblümchen sammeln, wie man sieht, mit einer Hollywood-Schaukel. Ich merke gerade, ich habe noch nicht hier drauf gechillt, aber ist cool, das zu haben auf jeden Fall. Also ich bin Miguel, wohne hier schon seit ein bis jetzt ungefähr. Bin Camera Guy für Papa Platte. Du machst auch geile Fotos, habe ich gesehen. Fotos mache ich auch zwischendurch. Ich mache auch ein bisschen Stream, zwischendurch. Spiel ein bisschen Musik, ein bisschen Handpan mache ich auch noch ein bisschen. Und jetzt sehen wir Miguels Musikkünste. Nice. Ist einfach schön, Miguel hier zu haben. Danke, dass du hier bist. Tito, danke schön. Bist du uns jetzt? Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Ja, Freunde, das war's doch schon mit unserer Roomtour. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, zeig's gerne mit einem Daumen nach oben. Vielleicht habt ihr auch weitere Vorschläge für Designelemente oder was wir in welchem Zimmer ein bisschen verbessern können, damit es interessanter oder lustiger aussieht. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Ansonsten checkt die Videos aus, die hier eingeblendet sind, falls ihr noch nicht gesehen habt. Wir sehen uns schon sehr bald wieder. Bis dahin, bleibt ihr schön, gesund und gut drauf. Tschüss. Frieda, möchtest du auch Tschüss sagen? Verpiss dich, du Mann! We'll